Ja, also eigentlich zweierlei Art. Also einerseits haben wir selbst Experten in unsere Lehrveranstaltungen eingeladen. Das ist natürlich eine sehr tolle Möglichkeit, wenn man zum Beispiel daran denkt, man behandelt gerade ein Thema, einen Artikel und vielleicht auch eine Theorie, und dann kann man diesen einen oder diese eine Expertin zu sich einladen und via Videokonferenz zuschalten, und Studierende können also unmittelbar die Fragen an die Expertin oder den Experten richten. Und umgekehrt ist es mir natürlich auch schon gegangen, dass ich also das in eine andere Richtung gemacht habe, dass also ich der eingeladene Experte war. Und auch da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Man kann ja nicht immer an jedem Ort sein und trotzdem vielleicht für 15 bis 30 Minuten hier einen Input geben und zeigen und darstellen, wie man das damals gemeint hat. Ja, Tooltip gibt es also mittlerweile sehr viele am Markt, von also freier Software bis kommerzieller Software. Das bekannteste wahrscheinlich ist natürlich Skype, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufzubauen. Es geht relativ unkompliziert und schnell. Und man kann also über Video dann sehr schnell die Experten und den Expertin zuschalten. Das gleiche also wie auch hier jetzt in Google Plus mit dem Tool Hangout, das sich also auch immer mehr am Markt durchsetzt. Es geht also wirklich relativ unkompliziert. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche verschiedene kommerzielle Produkte. Ich denke da zum Beispiel an Adobe Connect oder sonstiges. Da ist der Aufwand zwar etwas höher, aber auch die funktionieren mittlerweile also wirklich sehr gut und sind, glaube ich, auch anwenderfreundlich, sodass man das ohne große Probleme einsetzen kann.